So, da wäre ich wieder. Aber ihr habt gerade ein, zwei Versuche verpasst, die ich leider nicht aufgenommen habe. Das heißt, wir müssen es jetzt nochmal machen. Ich habe sie ähnlich gebufft wie eben, also sie haben dieselben Tränke bekommen. Aber ich habe ein bisschen was dazu gelernt. So, Eure das heißt, Krieger kein Krieger werden geht jetzt da drauf, weil durchstürzen. ich hatte es vorhin gehabt, dass die Krieger damit raufgegangen sind. Die haben raufgeschlagen. Und dadurch, dass sie raufgeschlagen haben, ist das Ding gespalten worden. Das heißt, es wurden dann drei Leute aufs Schachbrett teleportiert und der Rest hat hier gegen die gespaltenen Schleime gekämpft. Das war ziemlich lustig. So, und Shahira noch einen Flammenstrahl drauf. So, jetzt sind wir wieder da. Zum, ich glaube, jetzt vierten Mal. Also das zweite Mal, dass ihr es seht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So. Ah ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn wir uns falsch bewegen, kommt ein normaler Blitz, also ein Ping-Pong-Blitz, kein Blitzstrahl von oben. Der aber auch die Gegner treffen kann. Aber wahrscheinlich eher uns. Also lassen wir das lieber. Das heißt, keiner bewegt sich. Du machst Feuerball. Ach, du hast gerade einen normalen geschmissen, ne? Okay, dann machst du einen normalen Feuerball. Immun ändert sein. Ja, stimmt, sein Pfeil auf Feuerballpfeile. Und du wartest einfach erstmal ab. Jetzt hoffen wir, dass wir nur ein paar gepult haben. So, du Feuerball da. Du schießt da. Du. Genau, das hatten wir eben gerade schon. So, und jetzt riskieren wir Blitzschläge, damit wir Düne hier retten können. Oh, oh, oh. Und immer soll die Pfeile wechseln. Oder auf das Ziel da umschwenken. So, und du läufst auch mal vor. Bisher kein Blitz, was komisch ist. Und du versuch mal den zu lähmen. Ihr beide greift oder einfach wegzugehen. Ja, geh mal einfach vorwärts. Vorwärts darfst du ja gehen. So, du machst einen Feuerstrahl auf den und du schießt weiter Explosionspfeile auf die Königin oder den König. Du greifst den an. Bitte lass Düne hier überleben. Der schießt auf Düne hier. Ach, shit. Lauf mal da rein. Ja, das war Düne hier. Aber die hat wenigstens keine so schweren Sachen zu tragen. So. Minz kämpft gegen drei Bauern und einen Springer und hast du nicht gesehen. Dein letzter Explosionspfeil geht auf ihn. Ihr prügelte. Oh, ich habe auch vergessen, die Haste zu werfen. Mist, Mist, Mist. Na komm, bring schnell was um. Du heil dich. Du heil dich auch. Du heil dich auch. Komm, schieß den letzten Pfeil. Komm, komm. Chop, 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 chop. Boah, kriegt der viel Schaden rein. Oder kriegte von einem einzigen Gegner. Das ist abartig. So. Heilen, heilen, heilen. Ah, das ist der Bogenschütze. Übel. Alle auf den da. Du Heilung, Geogon. Du schießt auf die Magierin da. Du prügelst weiter dich mit denen. Oh, da hat sich jemand falsch bewegt. Minz, weg da. Du. Gerogon, nein, was machst du da? Ich habe doch die KI ausgestellt, warum macht er das? So, bleib da stehen. Du trink was, du trink was. Ja, er hat sich auch falsch bewegt. Oh, das sind viel zu viele Blitze. Bisher leben noch alle von uns, aber Gerogon ist gleich tot. Ein Schlag noch und das war's. So, große Heilung auf, Gerogon. Du trink noch einen Trank. Kaled, hau mal den. Minsk. Lauf weg. Und trink noch einen Trank. So, ihr beiden könnt die angreifen. Du greifst den auch. Ist es der König? König.
Eigentlich müssen wir nur den König töten, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Und du greifst auch mit, aber das sind Magier, die machen erstmal eine Weile nichts. So. König ist tot. Wir haben gewonnen. Warum haben wir nicht gewonnen? Nein, wir greifen dich jetzt nicht an. Du machst... Du bist ein... Was bist du gewesen? Ja, du schießt einfach mit Pfeilen drauf. Warum haben wir nicht gewonnen? Ah, jetzt ist er weg. Gut, 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 gut. So, Düner hier ist tot. Das ist natürlich ärgerlich. Aber dann werde ich einfach gleich offscreen nochmal rauslaufen und sie wieder beleben und wieder reinkommen. Weil ich denke, besser als das hier werden wir es auf die Schnelle nicht hinbekommen. Okay. Boah, war das knapp mit Geruganda. Na gut, wir sacken jetzt alles ein. Oder erstmal abspeichern. Ja, wir können speichern. Gut, dann gehen wir dahin. Kein Blitz. Ich denke mal, das wird jetzt ausgeschaltet sein, die Spieldynamik. Nanu, du sollst Düne hier aufheben. So, wichtig, 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 wichtig. Wichtig, wichtig. Und der Rest ist nur teuer. So. Sie hat echt viel zu viele Stäbe. So. Okay. Wie viel kann er normalerweise tragen? Nur 150 oder so, ne? Also ist er eigentlich schon überladen. Wir wissen es nur nicht, weil er den Stärketrank getrunken hat. Minz kann immer mehr tragen. Das ist gut. So. Dann guckst du mal, was die alle so dabei hatten. Ah. Alles nur Standardausrüstung, außer der König vielleicht. Oh, und zwei Hände. Das nehmen wir auch mal alles mit. Ich wollte gerade sagen, Düne hier, was für ein Zweihänder ist das? Aber sie ist momentan nicht in der Lage, das zu sagen, denke ich. Also es wäre skurril, wenn sie es könnte. So, du bist die Dame da oben. Du könntest ja auch noch was haben. Bist ja auch eine wichtige Figur. Nur Gold. Naja, braun halt. Das habe ich nicht gesagt. Na gut, ich laufe jetzt mal zurück zur Stadt und wiederbelebe Düner hier und melde mich dann, wenn ich wieder hier bin. Bis gleich. Ja, da bin ich auch schon wieder und wie ihr sehen könnt, ist nicht wirklich viel passiert, denn da ist ein kleiner Denkfehler gewesen bei meiner Idee, in die Stadt zurückzugehen, um sie wiederzubeleben. Wir können nicht in die Stadt, um sie zurückzubeleben. Es gibt hier nämlich nur einen Ausgang und der ist nicht in Richtung ein Gebiet, das wir kennen. Da nämlich. Und ich denke nicht, dass das wieder nach oben führt, wo wir gerade hergekommen sind. Das heißt, wir werden jetzt mit einem Gruppenmitglied weniger weitermachen müssen. Und hoffen, dass in dem Gebiet, wo wir jetzt gleich rauskommen, es einen Weg nach draußen gibt. Ansonsten müsste ich einen ganz alten Speicher wieder ausgraben, den ganzen Kampf hier nochmal machen, worauf ich nicht so wirklich Lust habe. Aber naja, was muss, das muss. Hm? So, das nehmen wir nochmal mit. Googeln, so. Und, oh, Jira hat ein Level Up. Eine Stufe höher. Ja doch, eine Sache ist noch passiert. Wir haben noch einen Springer gefunden, der komischerweise noch da war. So, sonst... Was hat sie bekommen? Achso, das war ihr Kriegerlevel. Also nur Hitpoints. So, da runter. Lava. Super, das kann nicht gut sein. Achso, stopp, stopp, stopp. Wir wollen vor. Oh. Mal wieder ein Durlak. Ihr seid recht weit gekommen, nicht viel überleben, um zu berichten. Noch weniger leben und kommen frei. Ihr seid noch lange nicht fertig. Nein. Ich habe noch viele Überraschungen. Sucht nach der Richtung an diesem Ort. Wenn ihr den Pfad versteht, wenn ihr den Ablauf der Dinge versteht, werdet ihr weitergehen können. Ihr müsst es wert sein, dem gegenüberzutreten, was euch erwartet. Hier gibt es ein unvorstellbares Übel. Ihr müsst die neuen Eindringlinge herauswerfen.
Wer seid ihr? Seid ihr Durlak selbst? Bin ich Durlak? Ihr habt recht, euch zu wundern. Ihr habt fallende Illusionen und Phantome gesehen. Aber Durlaks Geist ist schon lange dahingeschieden. Hin zu welchem Schicksal der dunkle Schleier auch birgt. Dieser Ort ist seine Furcht, sein Zorn, seine Qual. Ja, das haben wir weiter oben ja schon gelernt. Durlaks Liebe haben wir auch umgebracht. Ihr wollt also diesen Ort erobern? Ihr werdet verstehen müssen, was ihn geschaffen hat. Behaltet gut in Erinnerung, was ihr bereits gesehen habt. Oder verlasst diesen Ort jetzt, würden wir gerne, und lebt ein langes und natürliches Leben. Drei Pfade führen fort. Auf allen müsst ihr gehen. Ja, kryptische Antworten bringen einen immer weiter. So, erstmal gucken wir kurz nach Fallen. Da ist abgeschlossen. Na gut, ihr geht mal da lang. Immerhin guckt da nach Fallen. Lava ist mir irgendwie suspekt. Und Brücken sowieso, da sind meistens Fallen drauf. So, was haben wir hier? Das bietet sich doch an für eine versteckte Geheimtür. Gibt es nicht versteckte Geheimtüren? So. Aber irgendwo findet nichts, was komisch ist. Hier muss man irgendwo einen Schalter dafür. Ah, wusste ich es doch. Rest der Truppe erstmal hierher. Eigentlich sollten wir auch schlafen, ne? Minz sieht nicht so topfit aus. Na gut, erstmal normale Heilung. Kurz speichern, nicht möglich. Achso, wegen der Heilung. Und das sollten wir nicht auf dem Quickslot machen, weil der Quickslot war bevor wir... Ah ne, das war schon nach dem Kampf. Na gut, dann ist alles egal. LP 94. So, und da müsste jetzt eigentlich auch eine Tür sein, oder? Genau. Das ist Säure? Oder Schleim? Beides gleichermaßen unangenehm. Eigentlich suchen wir aber kein neues Gebiet. Also wir haben jetzt hier die Wahl zwischen einem Lavagebiet und einem Säuregebiet. Sondern ich will einen Weg raus. Er hat gesagt, wir können gehen, wenn wir wollen. Und wir wollen gehen. Langer Gang. Blitzfalle? Fragezeichen. Mit dem 100 Fallen entdecken müssten wir eigentlich sowas schnell finden können, bevor wir drauf tapsen. So, was bist du? Islaine. Ach, die Tochter von Durlak. Allesamt dahin, nur für den Fall. Hier ist eine Waffenkammer. Mit nur einer Kiste, die man anklicken kann. Gut, was hast du zu sagen, Geist? Ihr seid von weit her gekommen und habt viel gesehen, aber nicht alle würden bleiben. Diesen Ort zu verlassen ist mein Angebot. Ja! Belastet den Geist nicht weiter. Verlasst den Ort und den Wahnsinn, den er beherbergt. Die Welt darüber ist eure. Die Tiefen gehören den Toten, die nicht loslassen wollen. Guter Geist, ihr könnt mich von diesem Ort wegsenden. Ich nehme euer Angebot an. Zurück an die frische Luft und ans Licht mit euch. Hier wird der Geist des Versagens bleiben. Mein starker, dickköpfiger Durlak. Lasst die Zeit in die Last hinwegnehmen. Genauso schnell, wie ich diese Kinder sende. Oh, vielleicht ist sie gar nicht die Tochter von Durlak, sondern seine Frau. Ja, stimmt, dann macht das Ganze weiter oben auch ein bisschen mehr Sinn. Okay, wir sind jetzt draußen. Na gut, ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit und laufe jetzt in die Stadt zurück und wiederbelebe Düner hier und verkaufe den Krimskrams, den wir so haben. Also genau, ja, ein Wolfspelz, ja, ein Wolfspelz, ja, ein Wolfspelz und so weiter. Und versuche noch ein paar Tränke zu bekommen. Und eventuell noch ein paar von Explosionspfeilen. Wir haben ja wieder genug Gold. Und dann laufe ich hierher zurück und versuche einen Weg runter zu finden zu diesem Schachbrett wieder.
besser zu dem Gebiet, wo gerade der andere Geist uns hochteleportiert hat. Vielleicht teleportiert sie uns jetzt ja irgendwie auch wieder runter, so wir zumindest anzunehmen. Aber gut, wir sehen uns dann gleich wieder.